Nichts ist so, wie es scheint. Und noch nie hatte dieser Spruch eine höhere Bedeutung als mit dem Blick auf unsere heutige Medien- und Informationslandschaft. Ich möchte Ihnen das Ganze heute mal an ganz klaren, deutlichen Beispielen beweisen. Wir schauen uns den aktuellen Agrarmarkt an. Was läuft mit Russland und Putin? Was sind die Entscheidungen, die getroffen worden sind? Was erzählen Ihnen die Medien und was ist dann wirklich am Markt passiert? Denn ich sage Ihnen, das Ganze hat fundamental unterschiedliche Auswirkungen als das, was Ihnen erzählt wird. Wir schauen uns das Ganze heute an. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Bevor wir damit starten mit unserem Hauptthema heute, Russland droht mit Aus für Getreideabkommen, möchte ich Ihnen einen weiteren Vorteil geben. Wenn Sie sich gerade mal anschauen, wir stehen ganz kurz davor auf unserer Instagram-Seite, die ist einfach nur wie ein wilder Teufel angewachsen die letzten Monate, auf 34.900 Follower. Wenn wir die 35.000 Follower erreichen, dann wird es ein Special geben, also melden Sie sich heute noch an hkc-management auf Instagram. Also los geht's. Was ist die Situation und was wird uns wirklich dargestellt? Das möchte ich Ihnen heute mal zeigen. Ich möchte die Hintergründe beleuchten, worum es wirklich geht beim russischen Getreideabkommen, was damals gesagt wurde, damit dieses Getreideabkommen beschlossen wurde und was jetzt wirklich passiert ist. Denn ich sage Ihnen, Sie werden es nachher selber merken, das sind zwei Welten, was Ihnen gesagt wurde und was jetzt die Realität ist. Bleiben Sie bei mir, hören Sie genau zu, wir starten jetzt los. Also die Frankfurter Allgemeine schreibt, Russland droht mit Aus für Getreideabkommen. Mehrmals schon wurde das sogenannte Getreideabkommen verlängert, doch Mitte Mai könnte Schluss sein. Russland droht mit dem Aus des wichtigsten Exportdeals und gibt der angegriffenen Ukraine die Schuld. Der Überblick. Moskau droht mit Aus für Getreideabkommen. Wir lesen hier den zweiten Absatz. Russland droht immer wieder damit, das zuletzt Mitte März um 60 Tage verlängerte Getreideabkommen platzen zu lassen. Allerdings mit wechselnden Argumenten. Zuletzt etwa kritisierte Moskau wiederholt, die vereinbarten Sanktionserleichterungen für eigene Düngerexporte würden nicht ausreichend umgesetzt. Auch hier, wir sprechen ja offiziell immer davon, dass die Daumenschrauben gegen Russland immer weiter angezogen werden. Wir lesen aber hier, dass es Sanktionserleichterungen für den Export von Düngemitteln gibt. Nach Beginn seines Angriffskriegs hatte Russland monatelang die Schwarzmeerhäfen des Nachbarlandes blockiert. Da die Ukraine einer der größten Agrarexporteure ist, mehrten sich Befürchtungen über einen massiven Anstieg der Lebensmittelpreise und in dessen Folge eine Hungerkrise in den ärmsten Ländern. Im vergangenen Sommer vermittelten die Vereinten Nationen und die Türkei in Form des Getreideabkommens ein Ende der Blockade. Um Sie mal ein bisschen hier einzuführen. Dieses Getreideabkommen wurde offiziell geschaffen, damit extrem unter Hunger und Armut leidende zentralafrikanische Länder den wichtigen Weizen, den sie unbedingt brauchen, um ihre Bevölkerungen zu ernähren, auch erhalten. Es wurde also gesagt, die Ukraine solle wichtige Länder in Afrika weiterhin beliefern. Wohlgemerkt, Russland hat auch Einfluss in einigen dieser Ländern und war also auch selbst daran interessiert, dass diese Länder das Getreide erhalten, das sie brauchen für die Ernährung ihrer Völker. Das Problem nun ist, wie hier geschrieben wurde, wurde davon ausgegangen, die Preise würden explodieren und man hatte furchtbare Angst und der jetzige Getreidestopp gerade aktuell wieder würde die Angst schüren vor explodierenden Weizenpreisen. Sie alle erinnern sich noch daran und sie merken eines. Erstens, uns wurde gesagt, dass die Lebensmittelpreise massiv ansteigen würden. Wir sehen jetzt, dass sie das in den Supermärkten tun. Wir haben teilweise 80-100% Preisaufschlag auf einige Lebensmittel. Gleichzeitig fällt der Weizenpreis und hat heute, jetzt am heutigen Preis, ein neues Tief erreicht. Zeige ich Ihnen gleich mal, bevor wir weiterlesen. Gehen wir mal direkt hier zum Chart hin.
Das ist der aktuelle Wheat Future, also der Weizen-Future-Preis, den wir analysieren. Gehe ich später gleich darauf ein, was hier unsere weitere Erwartung ist. Ich zeige Ihnen das Ganze aber mal, was hier eigentlich wirklich passiert ist. Denn es ist das Gegenteil von dem, was behauptet wurde. Was wir hier sehen, ich hatte das ja letzte Woche schon gezeigt, ist genau hier Mitte, Ende Februar der Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und dann gab es auch einen kurzfristigen Preisspike, also eine Verteuerung der Weizenpreise. Es ist aber wirklich nur sehr kurzfristig gewesen, denn bereits am 7. März hatte der Markt seinen Top erreicht, also seinen Höchstpreis. Und seitdem fällt er konstant durch die ganzen Kriegswirren hindurch, durch die Problematiken mit der Ernte, durch die Exportstopps, also alles an sich extrem preistreibende fundamentale Argumente, wenn Sie solche Argumente glauben. Wir sind ja genau auf der anderen Seite positioniert. Wir sagen immer wieder, solche fundamentalen Ereignisse wirken maximal als Katalysator-Event für eine Bewegung, die sich ohnehin angebahnt hätte. Das hatten wir hier. Der Katalysator, der kurzfristige Antreiber für den Weizenpreis, war eben das Event, der Einmarsch in die Ukraine. Wir hatten hier diesen Preisspike, ich zeige Ihnen das auch mal, da sind wir hier hochgekommen. Was waren es dann? Exakt bis zum Top ca. 62% Anstieg. Seitdem ist aber diese große Welle A abgeschlossen und es geht völlig egal, was Sie jetzt gerade für Argumente aufbauen, nur noch stetig bergab. Es ist also exakt das Gegenteil passiert, was uns erzählt wurde. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wie weit ist es denn bergab gegangen? Bis zum heutigen Tag um 52%. Das heißt, trotz der ganzen Kriegswirren hat sich der Weizenpreis halbiert. Und ich sage Ihnen jetzt, er wird weiterfallen, bevor seine große Trendwende kommt und wir wieder steigen werden. Aber dazu mehr gleich, wenn ich näher auf den Chart eingehe. Gehen wir mal wieder zurück und schauen uns die Situation an der Medienlandschaft an. Einer Quelle, der ich da deutlich mehr traue, ist Agrar Heute. Und jetzt schauen wir uns mal von heute die Nachrichten an. Getreidepreise fallen unter Gewinnschwelle, Europas Bauern wütend. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, und Sie haben es in der FAZ gelesen, dass gesagt wird, dass durch das Getreideabkommen die ganzen armen Länder in Afrika mit Weizen versorgt werden müssen und deswegen sollten diese Weizenschiffe, die Transportschiffe rausgelassen werden, die Exportblockade sollte gelüftet werden, damit die ganzen armen Länder ihre Völker ernähren können und nicht damit der ukrainische Weizen so sehr unsere europäischen Länder flutet, dass die Bauern bereits auf die Barrikaden gehen. Aber lesen wir jetzt mal durch. Wir sind weniger als 3 Monate von der neuen Ernte entfernt und die Gefahr ist offensichtlich, dass die Ware, die wir in dieser Saison ernten werden, nicht zu Preisen verkauft werden kann, die die Produktionskosten decken, sagen rumänische Landwirte und sprechen gleichzeitig für ihre Kollegen aus anderen osteuropäischen Ländern. Doch auch in Westeuropa ist die Lage kaum besser, sagen die Analysten von Agritel. Die Getreidepreise fallen seit Wochen, auch vor Ostern schlossen die Kurse im Minus. Die Getreidepreise für französische Erzeuger dürften unter der Gewinnschwelle für die Ernte 2023 liegen. Also auch bei den Franzosen, nicht nur bei den Osteuropäern, sagen die Analysten von Agritel in ihrem aktuellen Marktbericht. Das wird angesichts der derzeitigen Preisentwicklung wohl auch für deutsche und andere europäische Ackerbauern gelten. Rumänische Landwirte hatten bei den Protesten gegen billige ukrainische Getreideimporte eine ähnliche Rechnung aufgemacht. Im ganzen Land setzten Tausende von Bauern Traktoren, Lastwagen und andere Maschinen ein, um Straßen und Grenzen zu blockieren. Sie sehen also auch hier, uns wird gesagt, es geht hier darum um humanitäre Hilfe, deswegen wurde die Blockade geöffnet. Die Russen sagen jetzt, wir würden das Ganze wieder beenden, weil eben hier was ganz anderes läuft. Dieser Weizen, der übrigens stark genmanipuliert ist, das haben wir ja letzte Woche gesehen, dass die slowenischen Nachrichten ganz klar darüber berichtet haben, dass sie diesen Weizen nicht annehmen wollen, weil er pestizidverseucht und genmanipuliert ist. Das ist der Weizen, der nachher auf unserem Teller landen soll, in unserem Brot, in unseren Nahrungsmitteln, dass dieser höchst verseucht ist. Lesen wir aber auch hier mal weiter. Polen stoppt Getreideimporte aus der Ukraine. Die Importe von ukrainischem Getreide nach Polen werden vorübergehend gestoppt und die Auswirkungen auf die Proteste abzumildern. Aber der Transit wird weiterhin erlaubt sein, sagte der neue polnische Wirtschaftsminister Robert Telus am Freitag. Sprich,
ähnlich so, man muss es ja sagen, wie es mit den Flüchtlingen gemacht wird in diesen Ländern. Der Transit ist erlaubt, sie dürfen durchgehen, aber sie dürfen nicht im Land verbleiben. Und das Gleiche gilt ja auch für den Weizen. Die Kommission hat geschätzt, dass Landwirte aus Polen, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei insgesamt 417 Millionen Euro durch den Zufluss von billigerem ukrainischem Getreide verloren haben. Das ist das, was wir jetzt hier sehen. Wir haben also an der charttechnischen Front weiter fallende Preise. Meiner Meinung nach nicht eine Folge der reinen fundamentalen Lage, die ja die Preise massiv steigen lassen müsste, sondern das ist Charttechnik gepaart mit einem massiven Überfluss, einer Überschwemmung des Marktes mit sehr, sehr günstigen Weizen, der an sich gar nicht hierher kommen sollte, denn die eigenen heimischen Bauern sollten in der Binnenwirtschaft eigentlich ihren eigenen Weizen, ihre eigenen Lebensmittel an die jeweilige Bevölkerung verkaufen. Schreiben Sie mal gerne rein, wenn Sie da andere Meinung sind. Ich bin da vielleicht ganz, ganz traditionell, aber eigentlich sollte der heimische Bauer auch die heimische Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal direkt an auf den Charts und ich zeige Ihnen, was ist die weitere Erwartung für den Weizen, denn wir sehen hier nochmal größere Bewegungen auf uns zukommen bis zum Ende des Sommers und dann nochmal einen starken Anstieg wiederum bis zum Ende des Jahres. Seit wann machen wir das Ganze eigentlich? Sie sehen es hier schon, lang lebe die Landwirtschaft, eines unserer zwei neuen Pakete, die wir eingeführt haben. Wir analysieren jetzt auf täglicher Basis den Weizenpreis, Mais, Kaffee und Zucker, kann man alle vier Märkte einzeln buchen oder aktuell 50% reduziert zu den Einzelbuchungen. Wenn man es im Agrarpaket bucht, dann alle vier zusammen, bekommen Sie täglich auf Ihre E-Mail zugeschickt. Ist ja für sehr viele Landwirte interessant und Leute eben, die das traden wollen. Jetzt kommen wir doch mal gerade zu der Situation. Was haben wir hier? Wir haben jetzt gerade heute die Situation, dass wir einen neuen Tiefstand erreicht haben. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Der letzte Tiefstand war am 22. März. Da hatten wir hier die Unterstützung von 660,50 gerade so leicht unterschritten und jetzt ist es schon ein deutlicherer Abverkauf. Wir sind jetzt gerade im Tief bei 657,60 und wir gehen davon aus, dass diese Zielzone, die wir hier haben, das ist also das Ziel für die Abwärtsbewegung, das Ganze zeigen Ihnen auch die Pfeile, dass diese hier zu einer Trendwende führt und zwar sehr wahrscheinlich im Bereich um das 88,7er Fibonacci, welches hier als starke Unterstützung gilt. Dieses ist bei 5,8320. So, wenn wir von einer zeitlichen Ausdehnung sprechen, ich habe das ja schon angesprochen in den letzten Videos, wir haben einen neuen Analysten, der sich bei uns nicht nur mit Elliott Waves beschäftigt. Mit Elliott Waves können wir sehr gut preisliche Levels berechnen, aber keine zeitlichen Levels. Also wir können sagen, dieser Preis wird sehr wahrscheinlich erreicht, aber nicht wann der Preis erreicht wird. Wiederum haben wir jetzt gerade die Möglichkeit, da sind wir dran in diesen Thematiken, auch den zeitlichen Aspekt näher einräumen zu können. Das würde die Analyse nochmal deutlich, deutlich verbessern. Und der neue Analyst von uns, der analysiert hier aktuell das Agrarpaket und das Industriemetallepaket. Und er hat mir gesagt, wir werden wahrscheinlich noch bis circa August hier runterkommen, bis wir den Bereich hier erreichen. Das heißt also nochmal ungefähr 12-13%. Deswegen hatten wir ja in der Vergangenheit auch jeweils, weil wir vom Preisverfall des Weizens ausgegangen sind, diese Short-Zielbereiche hier gesetzt. Wenn man das mal sieht, dieser ist bisher um 30% gefallen und dann hatten wir den noch. Der war dann wiederum von Zielzone zu Zielzone. Also wenn man hier eingestiegen ist und direkt an der Oberkante verkauft hat, dann konnte man hier in ungefähr 26 Tagen an reinem Kursgewinn ungefähr 17% mitnehmen. Ja, man kann also hier von Zielbereich zu Zielbereich handeln, auf der Long- wie auch auf der Short-Seite. Bedeutet, wir profitieren von den Bewegungen am Markt, von steigenden als auch von fallenden Kursen. Wie kann man das Ganze handeln, bevor ich Ihnen jetzt hier den langfristigen Ausblick gebe? An sich ganz einfach, man geht direkt entweder an den Future-Markt, da könnte man aber argumentieren, und da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist etwas Verwerfliches, man darf nicht auf Lebensmittel spekulieren, man darf das nicht machen. Nun, schauen Sie sich mal diese gigantische Spekulation an, die wir in den letzten Monaten hatten. Und was ist passiert? Der Preis ist eben nicht, wie die ganzen Spekulanten dachten, in die Höhe geschossen. Nein, er ist immer weiter gefallen. Ja, also das Gegenteil ist der Fall. Es ist eben nicht so, dass diese Spekulation die Preise treibt.
Ich sage sowieso, diese Spekulation per se verändert es nicht. Es ist nachher ein ganz klarer Zyklus, der hier läuft. Es ist alles in zyklischer Natur und wir haben hier nun mal einen Abwärtszyklus. Ich gehe jetzt gleich auf den langfristigen Chart darauf ein, um Ihnen zu zeigen, was wir auf längerfristiger Basis erwarten. Jedenfalls, wenn wir das Ganze umsetzen, machen wir das mit einem CFD-Broker. Dort ist es ein Derivat, das gehandelt wird. Das ist also die Spiegelung des echten Preises. Wir nehmen also nicht direkten Einfluss auf die Preisbildung. Sie müssen sich hier also keine Gedanken machen, wenn Sie das handeln oder kein schlechtes Gewissen haben, denn Sie werden hier keinen direkten Einfluss auf eine zukünftige Preisbildung nehmen. So, wie macht man das Ganze? Man kann hier ganz simpel einen CFD-Broker nutzen. Das ist einer, den wir hier seit knapp 12 Jahren nutzen. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Wir machen hier keine Werbung. Und da kann man ganz normal auf Wheat gehen. Wheat ist also Weizen auf Englisch und der aktuelle Kontrakt, der läuft noch genau 2 Tage. Hier kann man Long und Short gehen. Da geht man hier auf Market 360. Ich zeige das mal ganz kurz. Geht hier auf Eingangsauftrag und bekommt jetzt hier auch die Verfallzeiten des aktuellen Futures, was, wie ich meine, hier sehr opportun ist, dass es hier einen 3-monatigen Rollover, also ein Rollen der Kontrakte gibt. Man kann also 3 Monate im Markt bleiben, ohne Overnight oder Haltegebühren zu bezahlen, bevor der nächste Kontrakt rollt. Das ist nicht so wie in anderen Märkten, wo das nach einem oder jeden 2. Monat ist, sondern hier jeden 3. Monat. Der nächste Kontraktwechsel ist am 27.04. Das ist also sehr bald. Deswegen jetzt gerade nicht mehr in diesen Kontrakt reingehen, auch um das nochmal hier klar zu sagen, jetzt gerade nicht mehr in diesen Kontrakt gehen, sondern wenn, dann den neueren Kontrakt wählen. Und das wäre dann hier der Wheat July 23 CFD, also der July CFD, der July Kontrakt, um das Ganze zu handeln. So, und jetzt, um zum Ende zu kommen, schauen wir uns das Ganze noch auf langfristiger Basis an. Das ist der Weizen 2 Charts. Diese Analysen werden Ihnen täglich zugeschickt im Weizenabonnement bzw. im Getreidepaket. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das ist die langfristige Bewegung. Hier sehen Sie nochmal die Unterstützung und der Pfeil zeigt schon darauf hin, wohin wir das Ganze kommen sehen. Auf 5,8820, da liegt das 88,7er und dann wollen wir hier erstmal den Markt von der Long-Seite bespielen, denn sobald wir hier angekommen sind, gehen wir davon aus, dass der Markt hier über 50% Anstieg erfahren wird in seiner Welle B nach oben, ne? So, wir gehen hier also ungefähr von 55-60% aus, wie er sich ausweiten kann, der Markt. Im Anschluss dessen sollte die große übergeordnete Korrektur mit tieferen Preisen weitergehen. Nur jetzt müssen wir sich im Klaren sein, jetzt sprechen wir von vielen Monaten. Wir gehen also davon aus, dass wir über den Sommer noch weiter runterkommen, hier unser Tief finden, die Trendwende, Long-Position hinterlegen werden. Da wird es dann wahrscheinlich auch einen engeren Zielbereich geben, um sich hier klarer mit Stops orientieren zu können. Und dann werden wir hier eine 60% Bewegung ungefähr sehen, bevor wir auch hier oben eine weitere Zielzone für die Abonnenten hinterlegen werden. Denn dann erwarten wir nochmal deutliche Abverkäufe. Das wäre dann die Welle C runter, die dann den Abschluss der Korrektur bildet. Und da hätten wir dann nochmal circa 44% reine Kursbewegung im Abverkauf. So, das war heute mal ein wirklich umfangreicher Blick auf den Weizenmarkt, auch mal um die Situation im Weizenmarkt und auch die Situation in der Medienlandschaft zu erklären. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen gefallen. Wenn ja, lassen Sie dem Video einen Like da, gerne auch einen Kommentar. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke.